Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns war es in den letzten Wochen hier im Saarland richtig heiß. Wir sind hier wirklich richtig ins Schwitzen gekommen und passend dazu zeige ich euch heute mein super einfaches und leckeres Rezept für ein gesundes Wassereis. Das Schöne an dem Rezept ist, dass es erstens nur aus 3 Zutaten besteht und zweitens perfekt für Kinder geeignet ist. Das Wassereis besteht nur aus frischem Obst, aus Wasser und aus der gesunden Süße von Agavendicksaft. Gerade für die Kleinen ist die Mischung wirklich perfekt. Das Eis ist nicht zu süß und ihr werdet sehen, die kleinen Kinder werden das Eis lieben. Lasst euch also von meinem Rezept inspirieren und habt ganz viel Spaß beim Video. Wir benötigen frisches Obst. Ich habe mich heute für Blaubeeren, Mango, Erdbeeren und goldene Kiwis entschieden. Dann braucht ihr noch Förmchen für das Wassereis. Ich werde euch meine Förmchen unten in der Infobox verlinken. Die sind übrigens von Amazon und ich finde, die funktionieren wirklich sehr gut. Ansonsten benötigt ihr noch Agavendicksaft, Wasser und einen Mixer. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und ein Abo dazulassen, wenn euch das Rezept gefallen hat. Es ist im Grunde kinderleicht. Ihr gebt 100 Gramm Obst, 110 bis 120 Milliliter Wasser und einen Esslöffel Agavendicksaft in den Mixer und püriert alles schön klein. Diese Menge reicht genau für 3 Wassereisförmchen. Danach gebt ihr mit dem praktischen Trichter, der bei diesem Wassereisförmchen-Set dabei ist, die Flüssigkeit in die Förmchen, steckt den Deckel darauf und gebt das Eis für mindestens 6 Stunden in den Gefrierschrank. Das Herauslösen vom Wassereis ist genauso einfach wie die Zubereitung. Wenn ihr das Eis aus dem Gefrierfach holt, haltet das Wassereisförmchen für wenige Sekunden unter lauwarmes Wasser und das Eis lässt sich prima aus der Form herauslösen. Die sehen super lecker aus, nicht wahr? Also, wenn bei euch auch gerade die Temperaturen wieder ins Unermessliche steigen, schnell mal ein leckeres Wassereis zubereiten. Habt noch einen schönen Tag und bis nächste Woche!